Ich spreche mit Sandra Postel. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegepädagogin und Pflegewissenschaftlerin sowie seit September 2020 Errichtungsbeauftragte der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass wir hier zusammen sprechen, Herr Preusger. Ich freue mich. Hallo. Ja, ich auch. Dankeschön. Frau Postel, ja, wenn Sie sich eine Zukunft mit einer weniger sektorierten und viel mehr integrierten Versorgung in Deutschland vorstellen, wo sehen Sie da die Position der Pflege in Zukunft? Also zum einen, glaube ich, ist das natürlich genau die Chance, die wir auch brauchen in Deutschland, wenn wir bedenken, wo starten wir und wo entwickelt sich unsere Gesellschaft einfach hin, vom demografischen Wandel her und von den Herausforderungen, was die Fachkräftesituation angeht. Und ich glaube, dann müssen wir auch verstehen, dass Pflege hier im bisherigen Qualifikationsmix gab es ja quasi die Hilfskraft, die Fachkraft und das war's. Und dann müssen wir natürlich sagen, auch das lehren uns ja andere Länder, auch in der Pflege brauchen wir ein viel breiteres Qualifikationsspektrum mit Kolleginnen und Kollegen, die mit einer kleineren Qualifikation, mit einer Hilfsqualifikation und Assistenztätigkeiten unterwegs sind, dann brauchen wir eine Gruppe von Pflegefachpersonen, die ein ähnliches Qualifikationsmix haben oder ein ähnliches Qualifikationsspektrum haben, wie aktuell die dreijährig Examinierten im beruflich qualifizierten Kontext und eben die akademisch qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wir haben hier hochspezialisierte Fachkräfte, die genau im intersektoralen Kontext die zu Pflegenden, Pflegebedürftigen und auch ihre Angehörigen gut unterstützen, die richtigen Angebote zu finden, um ein gutes Gesundheitsmanagement und ein selbstbestimmtes Gesundheitsmanagement zu ermöglichen, dann sehe ich genau darin auch die Rolle der Pflegefachpersonen. Gibt es da schon Beispiele oder Modellprojekte, wo Pflege mehr macht, als man in einem Standard-Setting heute in Deutschland erwarten würde? Wir haben gerade in dem Zusammenhang, ja, finde ich, im Kongress sehr gute Beispiele auch gehört. Und auch Herr Dr. Hildebrand war ja mit dabei, der sich mit Sicherheit im Bereich der integrierten Versorgung ganz hervorragend auskennt und auch eigene Projekte gut gestaltet hat. Und ich finde, er hat sehr gut ausgeführt, dass er es sozusagen nicht als eine flächendeckende Versorgung sieht, sondern eher wie eine Blumenwiese, wo an der einen oder anderen Stelle schon ganz tolle Pflänzchen sozusagen gewachsen sind. Aber es bleibt aktuell bei Einzelprojekten. Da haben wir zum einen die klassischen Projekte und auch Verträge der integrierten Versorgung. Wir haben aber auch jetzt auch zum Beispiel im Rahmen der Initiative zum Innovationsfonds natürlich geförderte Projekte, die auch schon über diesen Rahmen hinausgehen. Ich persönlich bin selber involviert in einem Projekt, das nennt sich Hand in Hand. Ist genau auf die Versorgung im ländlichen Raum ausgerichtet. Also da, wo uns die Hausärzte auf der einen Seite langsam aber sicher zu alt werden, wo wir hier einen demografischen Wandel auch in der Fachkräftesituation der Hausärzte haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele pflegebedürftige Menschen oder Menschen, die vielleicht einen drohenden Pflegebedarf haben, die vielleicht pflegebedürftig werden könnten, die auch zu den sogenannten Vielnutzern der Hausärzte gehören, die einfach dahin wollen zu den Hausärzten, um auch ihre Ängste und ihre Fragen loszuwerden. Und genau hier greift das Projekt, es ist ein Pflegeexpertencenter, also auch Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt auch in der Qualifikation, der akademischen Qualifikation befinden, zum Beispiel im Bereich des Community Health Nursings und der Advanced Nurse Practice, dass wir also genau sehen, dass die sozusagen sich zwischenschalten können und gerade diese Beratungsleistungen für Menschen mit Pflegebedarf einfach sichern, aber auch früh erkennen, weil sie vor Ort sind, weil sie den Hausarzt quasi vertreten in Form eines Hausbesuches, um dann auch zu gucken, gibt es hier nochmal den Bedarf einer diagnostischen oder einer therapeutischen Maßnahme, die ich schnell mit dem Hausarzt abklären muss, weil sonst eine Situation eintreten kann, wo jemand ins Krankenhaus muss. Also um immer sicherzustellen, dass ein Mensch gut und selbstbestimmt zu Hause leben kann
und einen schnellen Draht hat zu einer Pflegefachperson und das Hausarztsystem im Endeffekt entlastet wird. Die Kollegen gehen auch ins Altenheim und sorgen auch da wiederum in dem Setting der stationären Altenhilfe eben auch genau für diesen aktuell eher fehlenden, diese fehlende Vernetzung der Pflegefachpersonen vor Ort im Altenheim, die aber auch Beratung brauchen, zu den Menschen mit Pflegebedarf hin und zu den Hausärzten, damit einfach hier das Netzwerk wirklich deutlich besser funktionieren kann. Also gutes, tolles, tolles Modell. Ja, super. Und sowas würde man sich natürlich wünschen, dass das eher die Regel als die Ausnahme ist, dann, wenn man auch merkt, dass es einfach gut funktioniert. Sie haben es eben schon angesprochen, also der Mangel an Fachkräften ist ja nicht nur, aber gerade in der Pflege ein großes Thema. Sie haben auch über die Qualifikationen gesprochen und das, was halt fehlt, dass die Akademisierung der Pflege, des Pflegeberufs auch weiter voranschreitet und die Anzahl der akademisch ausgebildeten Pflegekräfte einfach größer wird. Wo kann man denn da am besten ansetzen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Also zum einen muss man ja wirklich sagen, dass wir noch weit, weit, weit entfernt sind von den mal 15-20% genannten akademisch aus- und fortgebildeten Pflegefachpersonen, die mal der Wissenschaftsrat gefordert hat. Also da müssen wir ja erstmal sagen, wir sprechen ja immer nicht von sozusagen alle müssen jetzt studiert haben in der Pflege, sondern wir sprechen von einem klugen und gut austarierten Qualifikationsmix. Und da sind wir einfach weit von entfernt. Weit deswegen von entfernt, weil man auch in der Vergangenheit einfach politisch eher den Trend versucht hat umzusetzen, dass man möglichst viele Menschen, Kollege von mir sagt immer, jeden warmen Körper, versucht hat, in die Pflege zu bekommen, egal welche Qualifikationen diese Personen haben. Das führte im Endeffekt dazu, dass wir natürlich, wenn diese Pflegenden dann in der Praxis waren, sie auch ganz häufig überfordert sind mit den Anforderungen, die eigentlich an eine pflegefachliche Tätigkeit geknüpft sind. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo dann auch im Rahmen von Überforderungen auch wiederum Kollegen sagen, und das ist ja aktuell das große Thema in der Presse, 9000 Kollegen, die dieses Jahr das Handtuch geschmissen haben, weil sie gesagt haben, sie können in dieser Überforderungssituation nicht mehr arbeiten. Da sprechen wir natürlich immer viel so in der Quantität von den Rahmenbedingungen. Das heißt, zu wenig Kollegen auf Station, das ist so. Wir müssen aber auch auf die Inhalte schauen und man muss einfach sehen, dass Menschen mit einem Pflegebedarf gut zu versorgen und zwar präventiv, kurativ, rehabilitativ, dass das einfach, dass das Kompetenzen erfordert. Und wenn ich diese Kompetenzen nicht habe, dann stresst mich das maximal. Ich selber habe im Altenheim gearbeitet, als ich schon mein erstes Studium absolviert hatte. Da bin ich noch mal eine Phase auch in die stationäre Altenhilfe gegangen. Das war genau der Moment, wo ich auch erlebt habe, ich bin jetzt nicht mehr die ganze Zeit in diesem arztfreien Raum, wo Sie als Pflegefachperson entscheiden müssen, rufe ich den Hausarzt, rufe ich den Notarzt, weil ich eventuell hier gerade sehe, dass jemand eine Hemiparese hat beispielsweise, hat der jetzt einen akuten Schlaganfall, muss ich den Arzt rufen? Diese Entscheidungen, die müssen Sie jeden Tag abwägen und dafür brauchen Sie medizinische Kenntnisse. Sie brauchen aber auch genau diese Kenntnisse, um den Fall individuell in seinem Selbstmanagement gut beurteilen und dann mit dem zu Pflegenden gut beurteilen und die gute Entscheidung treffen zu können. Und also dementsprechend sehe ich immer Überforderung darin, dass wir die pflegerische Tätigkeit nicht ausreichend definieren, dass wir nicht genug sagen, was ist jetzt eigentlich Pflege in diesem Fall, was ist sie nicht, ja, wo sollten wir Pflegende mit einer hohen Qualifikation nicht einsetzen für Putz- und Logistiktätigkeiten, das können andere Leute auch sehr gut mit anderen Qualifikationen oder Menschen mit einer geringeren Qualifikation, die brauchen wir auch in diesem System. Und welche Qualifikationen brauchen wir wofür? Und ich finde, das sollte die Pflege entscheiden. Und dann sind wir ja quasi bei diesem Punkt, wofür es eine Kammer geben sollte. Also genau diese Entscheidung, was Pflege ist, was Pflege nicht ist, was für eine Qualifikation für Pflege notwendig sein
muss. Das sind Themen der Berufsordnung und der Weiterbildungsordnung und auch einer Fortbildungsordnung. Und dieses Normenrecht, das kann die Politik als Aufgabe, als hoheitliche Aufgabe an eine Kammer übertragen. Das hat sie jetzt in NRW getan. Das bauen wir jetzt da auf. Wir haben es auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben es in Schleswig-Holstein. Wir haben es noch in Niedersachsen. Wer weiß, wie da die Reise weitergeht. Aber das ist dann genau auch eine Chance, um so zu definieren, dass wir auch den Beruf überhaupt im Fundament stärken und nicht nur durch nette Kampagnen, wie cool Pflege ist. Das wird einfach keinen interessieren, wenn die Realität dann anders gelebt wird. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir brauchen die inhaltliche Erarbeitung der Pflege und wir müssen darauf schauen, warum gehen Pflegende weg? Es ist Überforderung. Wir haben natürlich dadurch eigentlich auch ein Riesenpotenzial an Rückkehrer und an Aufstocker, weil die andere Form des Ausstiegs aus dem Pflegeberuf ist gar nicht komplett in den Sack zu hauen, sondern, und das haben wir schleichend in den letzten Jahren erlebt, dass Kollegen ihre Arbeitszeit reduziert haben, dass sie gesagt haben, 100% kann ich nicht, ich kann aber 80% und eigentlich liebe ich meinen Beruf so, dass ich dann halt aber mehr Freizeit brauche. Und da haben wir auch also immens viel Prozente quasi verloren drüber. Das hat sich wahnsinnig summiert. Und wir müssen an die Rückkehrer genauso dran wie an die Absenker sozusagen. Gut. Ja, Sie haben eben auch die Pflegekammer ja schon angesprochen. Können Sie denn eigentlich schon sagen, wann die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen so voll funktionsfähig sein wird? Wenn wir das natürlich vergleichen mit so einer Ärztekammer, dann hat die natürlich ein paar Jahre Vorsprung. Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den wir in eine Gründungsphase, in eine Aufbauphase und dann eine Etablierung und dann bestimmt auch eine Konsolidierung und Evaluation unterscheiden müssen. Wir werden jetzt diese Gründungsphase im März 2022 abgeschlossen haben in Nordrhein-Westfalen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, in dieser Phase werden wir die 200.000 Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen registrieren. Wir werden ein Wählerverzeichnis erstellen. Wir werden eine Wahl vorbereiten, durchführen und natürlich auch dann ein Ergebnis bekannt geben und eine erste konstituierende Sitzung der ersten Kammerversammlung in Nordrhein-Westfalen vorbereiten und durchführen. Das sind 100 Kolleginnen und Kollegen von diesen 200.000, die dann gewählt sind und dann auch demokratisch mandatiert sind, für die Pflege in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Das sind erstmal sehr klare Schritte des Aufbaus, ist aber nicht ganz trivial, 200.000 Kollegen eben auch anzuschreiben, zu registrieren, auch so zu registrieren, dass sie wählen dürfen. Und wir werden damit die größte Heilberufskammer, also nicht nur Pflegekammer, sondern von allen Heilberufen, die größte Heilberufskammer in Deutschland sein. Mensch, das ist eine große Aufgabe, genau. Die nächste Frage, die ich habe, haben Sie eigentlich eben schon ein bisschen beantwortet, nämlich die danach, was denn, wo Sie die wichtigsten Aufgaben der Kammer eigentlich sehen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, also ich versuche es kurz. Es ist wirklich dieses Normenrecht, was wir dadurch und nur durch natürlich eine wirkliche Struktur wie eine Kammer wirklich erreichen können. Das heißt, dass wir, das ist eigentlich eine sehr große Form der Wertschätzung, aber auch der Entscheidung, die eine Politik treffen kann, zu sagen, wir denken, das sollte der Berufsstand am besten selbstbestimmt tun, über seinen Berufsstand zu entscheiden. Da gibt es nicht viele Berufe, die das dürfen in Deutschland. Das sind eben die verkammerten Berufe. Das sind nicht nur die Heilberufe, sondern natürlich auch andere verkammerten Berufe, die genau diese Verantwortung übertragen bekommen. Ich finde, das ist erstmal auch ein Schritt, eine Entscheidung einer Landespolitik zu sagen, wir wollen, dass die Pflege hier diese Aufgabe macht und dann auch sozusagen ein Stück weit nicht nur sagt, wollt ihr das, sondern wir möchten das gerne, wir bitten euch, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich finde, es ist immer eine Frage des Duktus. Wenn man sagt, die Pflege will nicht, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass sie per se keine Verantwortung übernehmen möchte, aber dass sie einfach in den aktuellen Rahmenbedingungen vielleicht auch nicht unbedingt immer der Politik zutraut, dass sie das dann auch wirklich machen können und dass es wirklich wirksam ist. Und ich finde, das müssen wir auch in NRW immer gut mit der Politik weiter abstimmen, dass wir dann auch wirklich mitsprechen und dass wir dann natürlich auch
unbequem werden müssen. Ich finde, auch das ist eine Aufgabe der Pflegekammer. Wir müssen dann halt natürlich auch genau an diesen Themen mitsprechen. Und ich finde, das zeigt aktuell die Politik auch wieder, wie viele Themen wir eigentlich in der Pflege mit durchaus auch besser mitentscheiden sollten. Zum Beispiel jetzt das Thema Öffnung der Altenheime. Wie gehen wir hier vor? Ja, da sollte doch wirklich, sollten doch die Kollegen da auch sagen können, wie es vor Ort dann laufen kann, als dass man nachher etwas umsetzen muss, wie es auch bei den Teststrategien schon war, die nachher Riesenüberforderungen und Riesenprobleme in der Logistik nachher auch hervorrufen. Also ist, glaube ich, dieses zweite Thema neben diesem Normenrecht wirklich die politische Inanspruchnahme und auch nicht zu unterschätzen ist natürlich diese Wirkung nach innen. Das heißt, dass wir uns auch als Beruf ganz anders aufstellen können, dass wir auch für unseren Beruf begeistern dürfen und auch damit natürlich auch nochmal für die Attraktivität mit sorgen. Wir haben aber auch, also das ist sozusagen alles noch im großen Paket der Solidarität des Berufsstandes, den Berufsstand zu stärken. Da verstehe ich auch Kollegen, die sagen, ja, aber was habe ich denn davon? Ich ganz persönlich. Das ist ja bei den solidarischen Fragestellungen immer ganz schwierig. Warum muss ich jetzt schon in Rente einbezahlen? Oder also ne, da gibt es ja ganz viele Themen. Und wenn es ans eigene Portemonnaie geht, finde ich, da ist diese Frage auch legitimiert. Und auch für die direkte, für den direkten Benefit ist, müssen wir natürlich gute Antworten liefern. Und ich finde, das tut auch, das tun die Kammern, die es gibt. Es ist nämlich eine Frage des Netzwerks, was wir stellen, eine Frage der Information. Ich kenne wirklich wenig Berufsgruppen. Ich finde, da ist die Pflege wirklich nochmal besonders benachteiligt, die so schlecht und so schlecht vernetzt und so schlecht informiert sind wie die Pflegenden in Deutschland. Also wir sorgen für ein gutes für eine gute Information über den Beruf. Wir sorgen für ein Netzwerk. Wir kriegen im Moment viele Anfragen, die wir einfach informell schon regeln. Und da kann man auch nur sagen, Kollegen, nutzt das Netzwerk. Und natürlich auch die berufsrechtliche und berufsethische und fachliche Beratung gehört dazu. Super, danke schön. Ganz kurz zum Abschluss noch. Was würden Sie sich denn, Entschuldigung, genau, ganz kurz zum Abschluss noch. Was wünschen Sie sich denn, dass Pflege in 10 Jahren in Deutschland leisten darf, was heute vielleicht noch undenkbar oder unmöglich erscheint? Ich finde in der Beziehung auch aktuelle Projekte, wo auch die Bundespflegekammer mit eingebunden ist, des Bundesgesundheitsministeriums zur Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel. Weil das unheimlich schwer ist, wenn wir Pflege nicht definiert haben, nicht sauber definiert haben, auch zu sagen, wo können wir denn heilkundliche Aufgaben übernehmen, sozusagen. Aber natürlich muss es auch darum gehen, diese heilkundlichen Tätigkeiten, die jetzt aktuell in gesetzlichen Grundlagen, auch in Refinanzierungsgrundlagen des SGB, dass wir die eben gut nochmal definieren und diskutieren. Ich finde ein Thema nach wie vor eigentlich erstaunlich, dass wir es überhaupt noch diskutieren müssen, ist, wer verordnet häusliche Krankenpflege? Also wer sagt, dieser Mensch mit Pflegebedarf verändert sich gerade, er kann seine Medikamente nicht mehr alleine einnehmen. Da geht es mir überhaupt nicht um die ärztliche Diagnostik oder der Eingriff in das Medikamentenmanagement im Sinne von welches Medikament muss der Patient für seine Erkrankung haben. Das ist ganz klar ärztlich. Aber die Kolleginnen und Kollegen in der häuslichen Versorgung erkennen sehr, sehr früh und am schnellsten, weil sie da sind, ja, und weil es auch eine pflegerische Aufgabe ist, ob jemand noch in der Lage ist, seine Medikamente selber einzunehmen und sein Medikamenteneinnahme-Management und diese Selbstbestimmung, kriegt er das noch hin oder kriegt er das nicht hin? Dann findet ein riesenbürokratischer Aufwand statt, weil die Pflegefachperson geht zum Arzt, der Arzt muss das bescheinigen, es muss dann mit der Krankenkasse geklärt werden, also genau das, was die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag erleben. Die bereiten dann alles vor, damit der Arzt sozusagen sein Kürzel da drauf setzt. Also ein höheres Maß an Fremdbestimmung für eine klare Aufgabe, die in pflegerisch, also was eine pflegerische Beurteilung der Situation eigentlich beinhaltet, das verstehe ich nicht, ja, dass das eigentlich ein Problem ist. Ja. Und da stellt sich auch heraus,
ich gehe da gar nicht so diese Riesenschritte von wegen, wir müssen ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Wir müssen aber sauber definieren, wo sind es vielleicht gar keine ärztlichen, sondern wo sind es klassische, wo betrifft es klassisch die Domäne und das Handlungsfeld der Pflege. Und da, glaube ich, sind wir in 10 Jahren deutlich weiter als aktuell, weil es Kammern geben wird und weil der Bedarf extrem wachsen wird. Ja. Schön. Ich danke Ihnen jetzt herzlich für das Gespräch und drücke die Daumen, dass alles gut läuft bei der Pflegekammer. Ja, Dankeschön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.